Jetzt, kurze Zeit später, kann ich meine Rede als Bauvater dieses Gefühl nicht im Ansatz beschreiben. Ich kann nur sagen, dass diese Zeremonie zu meinen wichtigsten und bewegendsten Momenten in meinem Leben gehört und immer gehören wird. Schwierig und schön zugleich. Schwierig, weil es mir das Warten wie gestern vorkommt, dass wir unsere kleine Tante Skifahren und Radfahren beigebracht und ihr erste Lektüre geschenkt haben. Schön, weil sie auf dem Weg zum Altar noch bewusster geworden ist, was für eine bezaubernde junge Frau sich aus der süßen kleinen Maus im Dampf entwickelt hat. Denn Liebe braucht keine großen Worte. Sobald man sie gefunden hat, ist man sicher, dass man am Ziel seiner Suche angelangt.